Nach langem Warten und mehrfacher Verzögerung ist es endlich soweit. Das Sim-Update 15 ist endlich da. Und es hat sich einiges getan. Viele der handcrafted Airports, die seit Release da sind, wurden endlich überarbeitet. So zum Beispiel Frankfurt, Funchal auf Madeira oder New York JFK. Außerdem hat Asobo auch wieder viele Bugs im Sim behoben. Bessere Performance des Simulators, weniger starke Vereisung in den Bergen bei eigentlich warmen Temperaturen, zum Beispiel in Norwegen oder in der Schweiz. Und auch so Dinge wie bessere Daten für den Live-Verkehr während des Fliegens. Aber auch an den Flugzeugen hat sich einiges getan. Von den Helikoptern über Propellerflugzeuge bis hin zu großen Airlinern wurden viele kleine Probleme behoben. Die größte Änderung ist jedoch der neue A320neo, der mit dem Update gekommen ist. Dieser ist automatisch vorinstalliert und auf dem PC kann man optional noch das kostenlose Enhanced Package im Marktplatz runterladen für noch bessere Texturen und eine komplette Innenkabine. Wir wollen uns heute mal anschauen, ob sich dieses Flugzeug wirklich lohnt und ob es eine Alternative zum Fly-by-Wire A320neo ist. Was zuerst auffällt, Inibills hat sich da wirklich Mühe gegeben, das Flugzeug nicht nur gut aussehen zu lassen, sondern auch alle wichtigen Funktionen zu simulieren. Alle wichtigen Knöpfe und Systeme funktionieren problemlos und jeder, der die Flugvorbereitung aus dem Phoenix A320 kennt, wird 95% oder noch mehr davon auch hier im neuen A320neo umsetzen können. Anders als im Fly-by-Wire A320neo, dort gibt es so Funktionen wie einen Secondary Flight Plan nämlich zum Beispiel noch nicht. Großer Vorteil vom Fly-by-Wire bleibt aber für alle Watson-Flieger das mitgelieferte CPDLC, das Nachrichtenschreiben mit den Lotsen, weil das unterstützt der neue Flieger aktuell noch nicht. Der neue A320neo hat genauso wie der Fly-by-Wire ein mitgeliefertes Tablet, das ähnlich viele Funktionen hat, allerdings noch keine Kartenintegration zum Beispiel. Aber dafür kann man ja auch einfach das Panel von Navigraph nutzen. Selbst so kleine Spielereien wie das Fenster, das man öffnen kann, oder ein Tisch- und Fußrasten zum Ausklappen sind mitsimuliert. Jetzt aber zur eigentlichen Frage, wie verhält sich das Flugzeug, wenn man es bewegt? Das Rollen am Boden funktioniert in meinen Augen problemlos, also zur Startbahn schaffen wir es schon mal. Allerdings merkt man dann spätestens beim Startlauf, dass der Flieger etwas Schwierigkeiten hat zu beschleunigen, da fehlt es also einfach etwas an Power. Sobald man dann im Steigflug wieder auf Steigschub wechselt, fliegt er sich wieder ganz normal. Bis das gefixt ist, also lieber mit etwas mehr Schub starten als nötig. Im Flug selbst können wir dann alle wichtigen Funktionen, die so ein Airbus hat, nutzen und auch auf Watson problemlos von A nach B fliegen. Kleinigkeiten wie Beamwegpunkte beim Direct-Fliegen oder ein Direct-to-Radial-In, was wirklich cool zu nutzen ist im Phoenix, funktioniert hier zwar noch nicht, aber ein normales Direct-Fliegen klappt selbstverständlich. Auch der Steig- und Sinkflug wird durch ein gut funktionierendes VNAV unterstützt. Ob man es jetzt nutzt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Und auch vom Handling her kann man sich nicht beschweren. Je nachdem, wie man seine Empfindlichkeitskurven eingestellt hat, reagiert der Flieger minimal träge, aber das ist wohl auch einfach die Fly-by-Wire-Umsetzung des Fliegers. Nach ein wenig Übung kommt man aber auch damit super klar und man kann sehr schöne Flüge damit durchführen. Und ich finde, er fliegt sich sogar schöner als das Fly-by-Wire-Pendant. Wie ist jetzt also mein Fazit im Vergleich zu den anderen A320neo-Versionen? Ich bin wirklich sehr positiv überrascht von dem Flugzeug und es hat sogar weit mehr Funktionen, als ich erwartet habe. Mit dem normalen A320neo, der seit Release im Simulator ist, kann man den neuen kein bisschen vergleichen. Der ist definitiv in allen Aspekten um Welten besser. Funktionen hat er in der Summe auch etwas mehr als der Fly-by-Wire A320neo, wobei sich die beiden Flieger wirklich nicht viel nehmen. Beides sind also super Produkte mit Vor- und Nachteilen. Der große Vorteil vom Ini A320neo ist eben vor allem, dass er auch zwar ohne Kabine, aber immerhin sonst wunderbar auf der Xbox läuft. Und für umsonst ist er damit ein echt gutes Produkt dafür. Der Nachteil ist aktuell noch etwas die Performance, die bei schwächeren PCs noch gelegentlich an ihre Grenzen kommt. Und es hier und da auch noch keine Bugs gibt. Zum Beispiel beim EFOP, also der Spritberechnung des Flugzeuges zum Zielflughafen, oder dass man manchmal gerade bei Add-on-Flughäfen das ILS noch von Hand eingeben muss. Dafür hat es dann aber wiederum ein Wetterradar mit an Bord, also hat alles Vor- und Nachteile. Man kann auf jeden Fall mit beiden Flugzeugen super normal von A nach B fliegen, welcher einem da jetzt besser gefällt, ist einfach Geschmackssache. Mein Tipp an euch, gebt dem Flieger auf jeden Fall mal eine Chance, probiert euch selbst aus und schreibt mir gerne eure Eindrücke zum neuen A320neo und zu dem Sim-Update 15 unten in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr zum Lernen des Fliegers auch mein Phoenix A320 Tutorial benutzen. Fast alles davon klappt auch so hier in dem neuen 320neo. Und damit soll es das für dieses Video auch schon wieder gewesen sein. Viel Spaß euch allen mit dem neuen Sim-Update 15
Lasst gerne Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer always happy landings.